So, im Internet steht, man soll Q drücken, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich mach's einfach so. Nee, hier kann man ja gar nicht tief untertauchen. Hier ist doch gar nichts. Und wieso soll ich als Polizist hier überhaupt herumtauchen? Nö, hier ist nichts zu sehen. Naja, wir rufen der Frau mal einen Rettungswagen. Attention all units. We have an ambulance requested in Elysian Island. Units respond code 3. Das sieht noch ganz in Ordnung aus, das Fahrzeug ist halt dreckig, aber sonst. Ja, die parken aber weit weg. Und wieso steht die Tür offen? Kann ich die... Die lässt sich nicht mehr richtig schließen. Warum nicht? Aber hier ist doch gar nichts. Ich glaube, die kommen gar nicht hier hin. Dann beende ich den Einsatz einfach und fahre weg. Und die Frau lassen wir da liegen. Wenn sich niemand um die kümmern will. Nichts kaputt gegangen, oder? Naja, die Lichter, aber sonst. Na gut, ich repariere es mal. Falls es dunkel wird oder so. Guck, die interessieren sich gar nicht dafür. Ich dachte gerade, wieso blinkt der LKW blau? Was? Ein Hausüberfall? Okay. Keine ablaufende Zeit beim Hausüberfall. Vielleicht ist der Täter noch vor Ort. Vielleicht braucht er jemand Hilfe oder so. Sind aber längere Strecken bei den neuen Einsätzen, oder? Ich meine, sonst mussten wir nie 3 Kilometer dahin fahren, oder? Naja, egal. Irgendwie hat mich das blöde Schild gegen das Auto gedrückt. Und er läuft mir einfach vors Auto. Und die versperren mir einfach den Weg. Und dann muss der Hausbesitzer aber ziemlich lange warten, bis jemand von der Polizei da ist, oder? Dabei sind 3 Kilometer doch eigentlich gar nicht so viel, oder? Für so ein Auto. Kommt mir irgendwie sehr lang vor. Die fahren wieder alle hin und her. Die können sich irgendwie nicht entscheiden, ob die links oder rechts fahren.
Und dann stellen die sich mir immer in den Weg. Wieso schreien die alle so, wenn ich vorbeifahre? Och, das war knapp. Ja, die darf schreien, aber sonst. Leute, was soll das? Wo ist meine Waffe? Wieso zieht er die Waffe nicht? Das war aber nicht nett. Die können doch nicht einfach einen Polizisten erschlagen. Okay, irgendwie rechne ich nicht damit. Also ab jetzt müssen wir immer vorsichtiger sein und Verstärkung rufen bei solchen Einsätzen, bevor wir da was machen. Weil offensichtlich wird man einfach erschossen und erschlagen und verprügelt und sowas alles. Egal wo man hinfährt. Das ist ja schrecklich. Naja, was? Nochmal ein Hausüberfall. Okay, diesmal bin ich vorsichtiger. Da kann ich nicht einfach Verstärkung schon mal im Voraus rufen, oder? Ich glaube, das geht nicht. Beachten. So. Jetzt rufe ich Verstärkung. Ja, ich muss die erschießen. Die haben sie doch nicht mehr alle. Sind doch völlig verrückt. Und die Kollegen kommen angefahren, machen aber nichts. Jetzt sind die da. Toll. Das ist ein bisschen zu spät. Also da ist man echt auf sich allein gestellt. Da kommen die Rettungswagen von beiden Seiten. Wo fliegt, glaube ich, ein Hubschrauber rum oder so? Die Schläger kann ich da nicht einsammeln. Ich verhafte jeden, der aufwacht. Okay, eine Tote. Auch tot. Eine verbleiben, auch tot. Alle drei tot. Pech gehabt. Wenn die mich einfach so angreifen, kann ich nichts dagegen machen. Und wieso sind die Kollegen nicht ausgestiegen? Die stehen da immer noch einfach rum und machen Krach. Der Einsatz ist nicht abgeschlossen. Muss ich da reingehen? Bestimmt muss ich da mit jemandem reden, oder? Nicht ohne meine Waffe.
reingehen? Nee. Muss ich das restliche Gelände durchsuchen? Da ist jemand, aber der macht irgendwie Gartenarbeiten. Also den stört das nicht, dass hier ausgeraubt wurde. Ne, hier scheint alles fertig zu sein. Dann beende ich den Einsatz. So. Und wegfahren. Okay, also es waren drei Leute da und zwei waren bewaffnet. Ich musste alle erschießen. Und die Kollegen haben mir nicht geholfen. Unfassbar. Ich würde ja eine Verkehrskontrolle machen, aber ich habe erstens Angst, dass dann wieder rote Punkte erscheinen, mit denen man nichts anfangen kann. Und außerdem können wir ja dann keine Einsätze annehmen. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Okay. Kollegen von uns. We have on Great Ocean Highway. Und wir haben mal zwei Kollegen dazu. Lieber nicht überholen, die Straße ist viel zu eng dafür. So. Das hat dem bestimmt wehgetan, ne? Anscheinend nicht. Aber die Tür ist doch wieder zugegangen, also alles in Ordnung. Nicht rausgefahren. Ich hole mal so ein Motorrad dazu, damit er nicht wegfahren kann. Und das ist natürlich ein Hubschrauber zu bevorzugen, weil ein Hubschrauber teurer ist, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich glaube, ein Kollege ist schon wieder weg. Na toll, jetzt habe ich einen Kollegen am Auge. Oh nein, er lebt noch. Noch. Jetzt nicht mehr. Hat jetzt einen alarmiert? Ich mach mir mal zur Sicherheit. Response code 3.